heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Scherze nennt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt, hey, typisch Andy. Ich bin der Größte, der Beste, der schrägste Spaßvogel. Typisch Andy, typisch Andy. Ich bin der Meister der Streiche, ein Künstler. Typisch Andy, typisch Andy. Wir wollen Bumbo, wir wollen Bumbo, wir wollen Bumbo. Wir wollen Bumbo! Wir wollen Bumbo! Wir wollen Bumbo! Ja, hört sich ganz so an. Ich gebe ja zu, dass meine Scherze die Leute zum Ausrasten bringen sollen. Aber dass sie gleich so ausrasten, war nicht geplant. Und leider ist die Sache noch viel komplizierter. Danny und ich waren gerade bei der Umsetzung meines neuesten Plans zur Bargeldbeschaffung. Triple B, East Geckels beliebteste und einzige Radiostation, spielt den ganzen Tag lang den Affentanz. Und dieser aktuelle Beitrag zur Volksverblödung infiziert leider auch mein engstes Umfeld. Tanz wie ein Affe! Ich persönlich würde ja eher tot umfallen, als diesen Schwachsinn mitzumachen. Was hast du denn gegen Affen, Andy? Du hast dich doch gut mit ihnen verstanden, als du im Zoo bei ihnen eingeschlossen warst. Okay, das war nicht gerade mein ausgefeiltester Scherz. Zahlen bitte! Aber Andy kam sogar in die Nachrichten. Ja, ich weiß noch, dass die Polizei dir erlaubt hat, das Affenkostüm zu behalten. Es hängt bestimmt noch in deinem Schrank. Schon gut, Mom. Aber mal im Ernst, der einzige Grund, warum ich Triple B höre, ist... besser als die Bombe! Ganz genau. Ich frage wieder, bist du besser als die Bombe? Denn auch heute hat einer unserer Hörer wieder die Chance, die tickende Zeitbombe anzuhalten und Bargeld zu gewinnen. Hier ist euer DJ Supersonic Shane und ich habe Pat in der Leitung. Alles klar, Pat? Alles klar, Supersonic Shane. Dann frage ich dich, bist du besser als die Bombe? Ja! $4, $8, $16. Na los, sei kein Leiter. Ja, los. Lass aufhören. $32, stopp. Oh. Weißt du was, Pat? Du bist besser als die Bombe! Ach, die Bombe hat noch gar nicht richtig getickt. Und nicht vergessen, jeden Freitag wird dem Gewinner unser großer Geldpreis von Miss East Gackle und Bumbo, dem tanzenden Tanzaffen, persönlich überreicht, an einem Ort seiner Wahl. Dieser Pat ist ein Loser. Seit wann sind $32 ein großer Geldpreis? Vergiss es. Bis jetzt hat sich noch niemand getraut, die Bombe über $50 weiterticken zu lassen. Ja, aber nur, weil ich noch nicht mitgespielt habe. Hör doch auf. Glaubst du etwa, bei Triple B ziehen sie ausgerechnet so einen Affen wie dich? In Anbetracht dessen, dass Danny und ich jede Menge Postkarten mit meinem Namen beschriftet und dann besser als die Bombe adressiert haben. Aber sicher doch. Oh ja, ein ganz toller Plan. Naja, was soll's. Hey, nicht... Ganz ruhig bleiben. Sieht so aus, als ob unser streng geheimer, genialer Plan doch nicht so streng geheim und genial war. Ach was, komm mit. Die Post ist da. Jetzt brauchen wir nur noch den Anruf abzuwarten und schon sind wir dran am großen Geld. Naja, aber was ist mit all den anderen Leuten, die Postkarten schreiben? Ja, irgendwie will die ganze Stadt bei Besser als die Bombe mitmachen. Tja, und was sagt uns diese Tatsache? Dass ich schon den nächsten Plan am Start habe. Los, komm, das wird lustig. Alle Systeme gecheckt und bereit. Gut, dann ruf jetzt Mrs. Weebles an. Okay, geht los. Hallo, Mrs. Weebles, hier ist Dynamo D von Triple B. Ich hoffe, Sie sind fit, denn ich frage Sie jetzt, sind Sie besser als die Bombe? Ach ja, ich bin fit, ich bin topfit. Okay, dann geht's jetzt los. $4, $8, $16. Stop. Wissen Sie was, Mrs. Weebles? Ja. Reingelegt! Dieser Scherz ist ein geschütztes Markenzeichen von Scherzkönig Productions. Jede Vervielfältigung ist öde Nachmache. Oh Mann, ich fasse es nicht, dass sie schon bei $16 aufgehört hat. Los, gleich nochmal. Okay, jetzt rufen wir diesen Superschwachkopf an, den meine Schwester so mega cool findet. Craig Bennett. Und zieh die Explosion schön hoch. Für unsere lieben Craigie habe ich eine ganz besonders linke Nummer im Rohr. Ja, hallo? Craig Bennett, ich frage dich jetzt, bist du besser als die Bombe? Oh ja, alles klar, kann losgehen. Okay, es geht los. $4, minus $8, minus $16, minus $32. Hey, Moment, das Spiel geht doch ganz anders. Minus $64. Stopp, aufhören, stopp!
Ja, Craig, die Bombe war wohl besser als du und du schuldest Triple V $64. Ja, aber ich habe keine $64. Na, dann gib uns das Fahrrad, das du zum Geburtstag geschenkt gekriegt hast. Und seine Rollerblades auch. Hey, Moment mal. Woher weißt du was über mein Geburtstagsgeschenk? Reingelegt, du kleiner Schwachkopf. Ich fass es nicht. Craig hätte fast sein neues Fahrrad rausgerückt. Mann, noch naiver geht's doch eigentlich gar nicht, oder? Doch, einer fällt mir noch ein. Martin Bonwick. Familie Bonwick, hier spricht Martin. Martin, hier ist Dynamo D von Triple B und ich frage dich, bist du besser als die Bombe? Besser als was? Besser als die Bombe, das sensationelle Spiel, bei dem man Stopp schreien muss, bevor die Bombe explodiert, um Bargeld zu gewinnen. Ein Anruf vom Radio, bei dem ich Geld gewinnen kann? Hey, heute muss mein Glückstag sein. Tja, das kann man wohl sagen. Und Achtung, es geht los. $4, $8, $16, $32, $64, $128, $256, $512. Stopp! Ich hab gewonnen? Ja, ich hab gewonnen! Ich hab $512 gewonnen! Wissen Sie, die Papierfabrik hat meinen Dad in Frührente geschickt, weil ihm eine tonnenschwere Rolle Klopapier über den großen Zeh gerollt ist. Naja, wenigstens wurde er danach nicht weggespült. Wow, das Geld kommt wirklich gerade richtig. Vielen Dank auch. Wir können's wirklich brauchen. Tschüss! Ich glaube, wir haben das mit dem Reingelegt vergessen. Ja, tja, das schnallt er sich ja noch, dass das nur ein Witz war. Oh. Hä? Er hat's wohl doch nicht geschnallt. Jetzt guck dir die Affen an. Sieht so aus, als ob die ganze Schule auf unseren Martin-Scherz reinfällt. Hey, Andy Larkin! Hast du schon gehört? Martin hat bei Besser als die Bombe gewonnen. Und er nimmt das Geld dafür, um uns alle nächsten Freitag in den Gotcha-Bunker einzuladen. Ehrlich? Aha. Und ich hatte mir gedacht, dass wir da vielleicht zusammen hingehen könnten, wenn du nichts Besseres vorhast. Du meinst also du und ich? Das wollte ich damit sagen. Weißt du, es wäre wirklich schön, mit jemandem in diesen Gotcha-Bunker zu gehen, der wenigstens ein bisschen, Stil hat? Natürlich habe ich Stil. 100 pro. Und keine Tricks oder blöden Scherze, klar? Aber sicher, das verspreche ich dir. Du wirst Bauklötze staunen, was dieser Andy Larkin für ein stilvoller Mensch ist. Bis dann. Der absolute Wahnsinn. Lori möchte Freitagabend mit mir ausgehen und Martin zahlt auch noch dafür. Ich hole dich ja nur ungern aus deinen Träumen, aber darf ich dich vielleicht daran erinnern, dass Martin gar kein Geld gewonnen hat? Oh ja, jetzt wo du es sagst. Martin, alter Kumpel, du bist der Größte. Und wenn dir irgendjemand die Sache versauen will, kriegt er von meinen Jungs und mir ordentlich was auf die Nuss. Martin! Das geht nach hinten los. Und zwar richtig, aber ich kenne dich doch. Du hast sicher schon einen neuen Plan am Start. Na sicher. Schätze ich jedenfalls. Besser wär's. Da ist ja Martin, der große Gewinner. $512, also ehrlich, das hast du super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ohne das Geld könnte ich den Gotcha-Bunker nie mieten. Wo du schon dabei bist, vielleicht wartest du, bis du das Geld hast, bevor du anfängst, es auszugeben. Wäre doch eine Idee, oder? Ach, Andy, weißt du, ich habe zufällig im Radio gehört, dass das Preisgeld jeden Freitag von Miss East Gackle und Bumbo, dem tanzenden Tanzaffen, persönlich überreicht wird. Ach, ich liebe diesen Affen. Oh, das hatte ich wohl irgendwie verdrängt. Da fällt mir ein, ich muss das Radio anrufen und denen sagen, dass sie mir mein Geld im Gotcha-Bunker übergeben sollen. Nein! Ruf besser nicht das Radio an. Wieso nicht? Naja, du musst doch bestimmt noch jede Menge vorbereiten und so. Lass mich das für dich erledigen, okay? Das würdest du wirklich für mich tun? Dankeschön. Mach ich doch gern. Seht ihr, so wird man behandelt, wenn man beliebt ist. Das gehört zu deinem Plan, oder? Ja. Augenblick mal, du hast doch gar keinen Plan. Noch nicht mal im Ansatz. Hast du einen Plan, wie du zu einem Plan kommst? Ich bin völlig planlos. Was muss ich tun? Erstmal muss ich $512 auftreiben, damit Martin genug Geld für den Gotcha-Bunker hat und seine Familie Essen und Miete bezahlen kann. Zweitens muss ich Miss East Gackle und diesen bescheuerten tanzenden Tanzaffen finden und sie davon überzeugen, in den Gotcha-Bunker zu kommen. Und drittens muss ich vermeiden, dass Lori irgendwas davon mitbekommt, weil sie sonst nicht mehr mit mir ausgehen will. Und das alles bis Freitag? Genau. Das ist die ultimative Herausforderung. Na los!
Wassertürme im Angebot. Zum Sonderpreis von nur 512 Dollar eine wunderbare Deko für Ihren Garten. Wie bitte 50 Dollar pro Flasche? Aber natürlich, wissen Sie, ich bin der berühmte Modedesigner Pierre Le Pups. Und mein Parfum ist genauso exklusiv wie mein Akzent. Übrigens, einmal riechen kostet einen Dollar. Was wollt ihr beide? Hi, möchten Sie... Hi, möchten Sie Kekse kaufen? Wir haben gerade mal 7 Dollar. Da müssen noch 505 obendrauf. Wir brauchen wohl einen besseren Plan. Ja, ich weiß was. Wir fragen Musch. Ich hab das Wechselgeld nicht passend. Na, was geht ab? Nicht viel. Ich muss nur 505 Dollar, eine Schönheitskönigin und einen Tanzaffen auftreiben, und zwar bis Freitag. Wow. Freitag? Du schneidest deine Salami aber ganz schön dünn. Ja, ich schneide die Salami ganz schön dünn. Ja, genau, du hast absolut recht. Ich muss einfach das nehmen, was ich habe, und so viel wie möglich daraus machen. Genial. Lass es einfach so stehen. Danny, was wir jetzt brauchen, ist ein Zylinder, ein Besen, ein falscher Schnurrbart und jede Menge Pizzas. Hey, lass den Blödsinn. Hier drin spielt die Musik, klar? Der Pizza-Service. Ich habe keine Pizza bestellt. Da weiß ich nichts von. Ich liefere sie nur aus. Ha, da hat jemand einen pizzalosen Abend vor sich. Was, schon 7 Uhr? Na, sowas. Naja, was soll schon sein? Ich hab Feierabend. Hey, ihr Freunde da draußen. Super Sonic Shane sagt jetzt Tschüss, Ciao und auf Wiederhören. Und jetzt Hits und der beste Mix auf Triple B. Hallo, Freunde, hier ist deine Modi und ich habe leider eine ganz traurige Nachricht für euch. Bumbo, der tanzende Tanzaffe, ist schwer krank. Und wenn ihr könnt, kommt bei uns vorbei und zeigt eure Unterstützung für den armen, kranken Bumbo. Sein Manager ist vor Ort und dankbar für jede Spende, denn wir wollen doch alle dasselbe, Leute, dass Bumbo wieder tanzt. Wir wollen Bumbo! Wir wollen Bumbo! Danke, dass Sie alle gekommen sind. Ich bin sicher, Bumbo würde sich sehr darüber freuen. Aber wo ist denn unser kleines Äffchen? Ja, wir wollen ihn sehen. Wissen Sie, er ist wirklich sehr krank. Wir wollen Bumbo! Bitte beruhigen Sie sich doch. Ruhe, bitte! Wir wollen Bumbo! Wir wollen Bumbo! Wir wollen Bumbo! Die wollen Bumbo. Ja, hört sich ganz so an. Okay, jetzt sitzen wir da, wo es nicht gut riecht und dunkel ist. Andererseits wäre es schäbig, einfach aufzugeben. Moment mal, was würde wohl Musch an meiner Stelle tun? Schneid die Salami schön dünn. Ja, genau so. Ich hab's. Los, geh raus und halt sie hin. Was soll ich denen sagen? Sag ihnen, Bumbo ist schon unterwegs. Jemand, der Andy ähnlich sieht, rennt gerade mit einem Affenkostüm aus dem Haus. Naja, wenigstens bekommt er so Bewegung. Hey, Andy Larkin! Ich wollte gerade in die Eisdiele gehen. Kommst du mit? Das würde ich wirklich gern, Laurie, aber ich muss für meine Mutter einen Pelzmantel in die Reinigung bringen. Ja. Deine Mutter braucht mitten in der Hitzeperiode ihren Pelzmantel. Und warum? Ja, warum? Naja, weil die Hitze unsere Klimaanlage durcheinander gebracht hat und jetzt ist es bei uns zu Hause irre kalt. Ja, genau. Und deswegen braucht meine Mom dringend einen sauberen Pelzmantel. Ich lüge sie ja wirklich nicht gerne an, aber was soll ich denn tun? Danke für die Einladung. Wir sehen uns am Freitag. Aber zur Reinigung geht's doch hier lang. Wir wollen Bumbo! Beruhigt euch, wir Leute. Es dauert Bumbo nicht mehr lange. Wir wollen Bumbo! Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte um einen Riesenapplaus für Bumbo, den tanzenden Tanzaffen. Hey, Leute, vergesst bitte nicht, dass Bumbo ein sehr kranker kleiner Affe ist.
Seht euch das an, Bumbo tanzt ja. Ich liebe diesen tanzenden Tanzaffen. Bitte nehmen Sie mein Geld. Ja, hier nehmen Sie. Bumbo muss wieder gesund werden. Aus dem Weg, hier kommt der Bürgermeister. Als euer Bürgermeister habe ich beschlossen, diesen reizenden Primaten mit nach Hause zu nehmen und einen eigenen Zoo für ihn zu bauen. 505. Ja, tut mir leid, Herr Bürgermeister, aber Bumbo ist unverkäuflich. Und jetzt muss er sich ausruhen. Und vielen Dank an Sie alle für Ihre Großzügigkeit. Ein wunderbarer Affe geht dahin. Jetzt geben wir noch Martin das Geld und wir sind aus der Sache raus. Hey, Martin, wir haben gerade Super Sonic Shane getroffen und er hat uns das für dich mitgegeben. Und was ist das? Das sind deine 512 Dollar. Was? Ja, weißt du, Triple B wollte dir das Geld vor der Schule geben, damit du noch genug Zeit hast, um den Gotcha-Bunker zu bezahlen. Ich dachte, dass Miss East Gackle und Bumbo, der tanzende Tanzaffe, mir das Geld geben sollen. Weißt du das noch gar nicht? Bumbo ist krank. Mein Onkel sagt, er hat ihn gestern Abend gesehen und es geht ihm schon viel besser. Naja, kann schon sein, aber du wirst doch den armen Affen nicht stressen wollen, oder? Aber Triple B hat's mir versprochen. Ach, was soll's? Das ist doch nicht so schlimm. Oh doch, ich will diesen Affen. Ich will Bumbo. Und wenn Miss East Gackle und Bumbo heute Abend nicht auftauchen, dann lasse ich meine Eltern den Radiosender anrufen, die Polizei und unsere Anwälte. Ganz unter uns, Martin. Ich glaube, Shane wollte nur, dass du dein Geld so früh wie möglich bekommst. Ich bin ganz sicher, dass Bumbo und Miss East Gackle heute Abend kommen. Ehrlich? Oh, hundertprozentig, oder, Danny? Oh, ja, klar. Hundertprozentig. Ah, ja? Das ist ja klasse. Tja, wie heißt das so schön? Hab immer ein Affenkostüm in der Hinterhand. Jetzt müssen wir nur noch Miss East Gackle an den Start bringen. Ich hab ein Affenkostüm. Und was hast du? Aha. Gackle, Miss E. Tja, und ich hab die Miss. Danny, du bist ein Profi. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Freund, der Affe, und ich würden gerne wissen, ob es sich bei Ihnen möglicherweise um Miss East Gackle handelt. Leider nein, mein Lieber. Ich bin Esther. Esther Gackle. Das ist ähnlich genug. Ziehen Sie das an und kommen Sie mit. Sie müssen heute Abend für einen jungen Mann die Schönheitskönigin spielen. Sowas habe ich seit der Siegesfeier nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gemacht. Und, Lori, gefällt's dir hier? Ja, sehr sogar. Aber was mich noch viel mehr freut, ist die Tatsache, dass du viel reifer wirkst als früher. Ich kann mich gar nicht mehr an deinen letzten Streich erinnern. So gefällst du mir wirklich viel besser. Romeo? Ja, Freunde? Miss East Gackle und Bumbo, der tanzende Tanzaffe, der für unseren Affentanz tanzt, müssten jeden Moment hier eintreffen. Ich kann's kaum erwarten. Wir haben nicht nur freien Eintritt, sondern bekommen auch noch zwei echte Prominente zu sehen. Ja. Tut mir leid, Lori, aber ich muss kurz an die frische Luft. Meine Farbkugelallergie macht mir zu schaffen. Weißt du, also ich habe diese Allergie auch. Farbkugelallergie? Nie gehört. Da bist du ja. Wow, es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Bumbo. So, jetzt fehlt uns nur noch Miss East Gackle. Hostessenservice. Hallo, lieber Marty. Und herzlichen Glückwunsch. Wow, Miss East Gackle hat sogar einen richtigen Chauffeur mit Limousine und so. Kommen Sie rein, mir nach. Wir freuen uns schon alle sehr auf Sie. Freunde, ich präsentiere euch Miss East Gackle und Bumbo, den tanzenden Tanzaffen mit seinem Affentanz. Yeah! Also im Fernsehen sieht Miss East Gackle aber wesentlich jünger aus. Also wisst ihr, eigentlich ist dieser Affentanz gar nicht so bescheuert, wie ich gedacht habe. Das hat doch super geklappt heute Abend, oder, Danny? Niemand hat Verdacht geschöpft. Gibst du mir bitte meine Hose rüber? Bitte sehr, Andy. Oder sollte ich lieber sagen, Bumbo? Tut mir wirklich leid. Lori, würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass es für die ganze Sache eine Menge guter Gründe gibt? Ach ja? Du hast gedacht, es wäre komisch, Martin vorzumachen, er hätte bei Besser als die Bombe gewonnen. Du hast als Bumbo verkleidet Geld gesammelt und dann hast du eine alte Dame dazu überredet, Miss East Gackle zu spielen.
Also echt ernsthaft, das ist so schräg und abgefahren, da würde nicht mal ich... Jedenfalls bin ich unglaublich enttäuscht von dir und ich habe dich nur deswegen nicht verraten, weil ich Martin die Enttäuschung ersparen wollte. Aber nun... Hi Freunde, ich bin hier live in der Volkshochschule mit Bumbo und Miss Eastgeckel und werde dem Gewinner der Woche 128 Dollar überreichen, Ralph Marsh. Was? Aber ich hab gedacht, ich hätte gewonnen. Und ich möchte an dieser Stelle allen unseren Hörern versichern, dass die Gerüchte um Bumbos Krankheit völlig aus der Luft gegriffen sind. Wer war dann der kranke Affe, für den wir gespendet haben? Tja, es würde mir wirklich leichter fallen, wenn du nicht so süß wärst. Hey, Andy Larkin, was machst du eigentlich mit diesem Affenkostüm? Andy Larkin? Also das gibt's doch einfach gar nicht. Tja, Fans sind eben wankelmütig. In einem Moment heben sie dich in den Himmel und im nächsten Moment verdammen sie dich in die Hölle. Aber hey, habt ihr das gehört? Lori hat gesagt, ich bin süß.